Das dritte Testspiel der TuS Koblenz in der noch jungen Sommervorbereitung führte die Truppe von TuS-Trainer Arnel Jacka zum Rheinland-Ligisten, zum FC Bitburg. Die Schengel bereits mit zwei 4:1 Ergebnissen im Gepäck, ein 4:1 Erfolg beim Gruppenligist aus Dorndorf sowie einer 4:1 Niederlage bei der U19 von Bayer Leverkusen. Die Schengel in den Anfangsminuten gegen Bitburg das bessere, das dominantere Team, die Chancen allerdings in den Anfangsminuten gehörten den Gastgebern. Hier passte Jonas Landen noch im Kasten der Schengel auf. Jonas Landen verlässt die TuS ja zum 1.7. zum Konkurrenten nach Mülheim-Kärlich. Und das ist direkt die nächste Gelegenheit. Nur eine Minute später nach einem Standard war es Leander Schwedler, der den Ball über das Tor köpfte. Die TuS brauchte bis in die 30. Minute, ehe man sich hier eine erste gute Torgelegenheit erspielte. Armin Czenaj und Gianluca Ciccatelli mit der guten Vorarbeit für diesen Freistoß. Den Freistoß sollte ein Spieler entwickeln aus der eigenen Hausmarke, nämlich Marc Richter, der gastgebende Keeper mit Problemen, und ein weiterer Kandidat aus der eigenen Jugend namens Almir Ametay in der 31. Minute erfolgreich gewesen. 1:0 für unsere Schengel. Ja, eindeutig der Torwartfehler da vorausgegangen. Allerdings alles andere nur Makulatur. Das Ergebnis hat Bestand. Wir springen in die 41. Spielminute. Nächster Standard für unsere Schengel. Nächster Kandidat aus der eigenen Reihe. Das ist Lukas Cimcak mit einem ordentlichen Freistoß in der 41. Minute. Leider ein Stückchen zu zentral. Vieles nicht passiert. Hauptsächlich kleinere Halbchancen im ersten Durchgang. Der zweite Durchgang sollte mehr Aufregung, mehr Action bereithalten. Wir springen in Minute 47. Das ist Neuzugang Umut Sentürk, der über die linke Seite ordentlich Dampf machte in diesem Spiel, auf Adrian Knob zurückgelegt, und Adrian Knob probiert es da. Der Keeper, der Bitburger, hat den Ball im Nachfassen. Nur 2 Minuten später, nächster Standard. Wieder ist es Sentürk, wieder ist es Knob, der den Ball aufs Tor bringt. Der Ball im Netz, allerdings zuvor auf Abseits entschieden. Das Tor zählt nicht. Wir springen in Minute 52. Die Schengel nun mit dem in der zweiten Halbzeit eingewechselten Gion. Der wird gefoult. Es gibt den nächsten Freistoß für die Truppe von TuS-Trainer Arnel Jacka. Und wieder einmal stehen da Marc Richter und Umut Sentürk am runden Spielgerät. Sentürk mit der Hereingabe. Knob kann den Ball nicht verwerten. Und es ist Marcel Wingender, der dann den Ball ohne große Mühe zum 2:0 in das Tor von Bitburg schieben kann. Wir springen in Minute 56 und wieder ist es Umut Sentürk, der da ordentlich Alarm, der ordentlich Dampf macht, legt da zurück auf Eldin Hatzic, der erstmal aus der zweiten Reihe versucht. Da hat nicht viel gefehlt. 1-2 Meter am Tor vorbei. Nächste Gelegenheit in Minute 67. Das ist Larion Kuzushin, auch mittlerweile im Spiel. Und der eingewechselte Alen Muharemi. Und da waren es letzten Endes der Torhüter und der Pfosten, die den Einschlag zum 3:0 verhinderten. Und dann nur 1,5 Minuten später diese Szene. Wahrscheinlich der Knackpunkt im Spiel. Marc Richter bekam da einen Schlag aufs Fußgelenk, musste verletzt ausgewechselt werden. Mittlerweile gibt es die Entwarnung. Marc Richter wird nicht lange ausfallen. Soll wohl nur ein etwas schwererer Schlag auf den Fuß gewesen sein. 79. Minute. Das Spiel plätscherte in diesen Minuten so ein wenig vor sich her. Und das ermöglichte auch dem FC Bitburg, zum Ehrentreffer zu kommen, durch Nico Fuchs, der tags zuvor noch im Rheinland-Pokal gegen die SG da Leiden einen Dreierpack schnürte. Bitburg setzte sich mit 7:3 durch. Das war Armin Czenaj. Nächster Abschluss aus der Distanz kurz vor Ende des Spiels. Eine Gelegenheit sollten die Schengel noch im Köcher haben, nämlich durch Armin Czenaj, dessen Hereingabe verwertet Adrian Knob standesgemäß. Er jetzt gemeinsam mit Marcel Wingender mit 2 Toren aus 3 Spielen
die erfolgreichsten Torschützen der Sommervorbereitung. Chennai selbst krönte hier seine zweite Vorlage in dieser noch jungen Vorbereitung, machte gerade im zweiten Durchgang ein recht ordentliches Spiel. Die Schengel damit gewappnet gegen den TuS Main. Am kommenden Sonntag um 14.30 Uhr weiß man, wo man sich verbessern kann, wo man sich noch verbessern muss. Und auch, was schon ziemlich gut klappt, wir freuen uns auf den Pokal gegen den TuS Main, das alte Derby wieder aufleben zu lassen. Und freuen uns, wenn ihr dabei seid. Macht's gut und bis Sonntag. Wir sind die Black Blue Schengel.